Moin Leute und willkommen mit meinem Mod Review. Und es soll jetzt halt auch die 014 Minecraft sein von mir. Ja, wie gesagt, ich habe Gronkh sein Ding, seinen Punkt Minecraft nachgemacht mit der Bauanleitung, was er geschrieben hat, das mit diesen Sortieren und so. Hier ist es noch alles normal und wir haben hier diese kleine Minimap, finde ich ganz praktisch, den Shader Mod. Aber Gronkh sein Ding, sein Shader will irgendwie nicht funktionieren, ich weiß auch nicht warum. Wir haben hier den Tiermod, allen möglichen Mods, und diesmal geht auch Weit Zoom. Wir haben alle Mods außer den Farming Mod von Gronkh hier reingefügt. Und bis zum nächsten Tag. So, also ich wollte euch noch was sagen, nämlich ich hoffe, es gefällt euch, was ich gemacht habe mit den Minecraft mit dem Intro, beziehungsweise ja, mein Intro. Ich muss hier noch ein paar Einstellungen machen, aber wir gucken mal, was wir hier neu haben in unserer Umgebung mit den ganzen Mods. Am Ende dieses Videos werde ich euch noch zeigen, wie ihr euch diese Sachen halt diese Sachen installieren könnt. Aber zunächst wollen wir ja weiter unser Video fortfahren. Ich hoffe, der Tiermod ist jetzt halt nicht gelöscht, weil ich habe jetzt so viele Sachen neu. Mit Mods natürlich. Ach ja, da sieht man hier schon mal das erste Tier. Und das ist eine Biene. Wir gehen mal weiter zum Fluss. Hier kann man auch Delfine sehen. Wir haben den Soundmod drin. Alles ist gut. Und ja. Hier haben wir noch eine kleine Raupe. Skorpion. Dann gibt es jetzt Skorpione. Es gibt neue Monster. Es gibt Skorpione. Es gibt Ponys. Es gibt vieles. Es hat sich vieles neu verändert hier in der Minecraft-Version. Und man kann jetzt, ich habe auch den Bike-Mod drin, sodass man auf einem Tieren reiten kann. So wie der Gronkh in seiner 1000. Folge, nicht, sondern die 999 Folge. So, hier sieht man, wir haben Füchse. Auch nicht schlecht, wir haben hier drin Füchse. Dort oben eine kleine Minimap und es gibt noch weiteres, vieles mehr. Zum Beispiel, wenn wir die Fackel haben, also in der Hand haben, und wenn es draußen dunkel ist, kann man sie als echte Fackel benutzen. Ich finde es eine klasse Idee. Und jetzt halt kommen wir zu diesem Video, wie ihr dieses Minecraft installieren könnt, wenn ihr euch es gekauft habt. Und wir sehen uns gleich. Und willkommen wieder zurück. Ich hoffe, die Aufnahme beginnt. Ist ja auch alles gut. Ich habe hier eine neue Liste gemacht, nämlich Gronkhs Minecraft. Hier habe ich euch zwei Links hier reingefügt. Das ist immer dasselbe, das gleiche, das beides. Wie man sagt, ihr könnt euch wählen. Hier kann man nochmal ganz offensichtlich sehen,
Wenn ihr hier draufklickt, wie viele Mods ich hier heute installiert habe. Und wenn wir wieder zurückchangen, also das ist meine Homepage. Hier könnt ihr noch rumklicken, wenn ihr wollt. Ich würde euch bevorzugen Mega. Und wenn ich weiß, wie man bei Mega was hier downloadet, könnt ihr hier den Haken reinmachen und downloaden drücken und es downloadet sich. Ja. Bei Mediafire ist es klar, einfach das Ding eingeben und dann auf Download klicken. Aber das ist ja beides das gleiche. Also ich warte jetzt einmal, bis diese Datei fertig ist. Solange kann man uns widmen, wenn ihr noch kein WinRAR habt, nach WinRAR zu suchen. Wir geben einfach ein jetzt WinRAR Chip. Dann habt ihr eine 32-64-Bit-Version. So, ihr geht, macht Rechtsklick auf euren Computer, macht unter Eigenschaften. Hier könnt ihr sehen, RAM, das Betriebssystem, nämlich 64-Bit. Also nehme ich das 64-Bit, das habe ich ja schon installiert. Und es ist bei jedem was anderes und ja. Jetzt müsste bald sich Minecraft downloaden. Hier sieht man noch eine neue Folge, die 13, was ich gerade hier hochlade. Und ja, das geht mir manchmal auf die Nerven. Irgendwie hat heute Mega ein bisschen Hänger. Deswegen machen wir es doch bei Mediafire lieber. Genau, dann klickt ihr halt auf Download und es downloadet sich eigentlich diese Datei. Was ist halt mit meinem Internet los? Ich krieg hier die Krise. Ach, jetzt. Könnte es sein wegen noch dem Adblocker. Jetzt warten wir noch eine Minute, bis es runterlädt. Hier seht ihr schon mal meine Webseite. Hier könnt ihr auf die Bilder klicken, um weiterzukommen. Hier ist mein Minecraft-Server, der bald weg ist. Das ist mein SCP-Let's Play. Das bin ich in Twitch. Das ist eine EOP-Datei, wenn ihr es euch mal angucken wollt. Dafür braucht ihr auch WinRAR. Und das ist mein TeamSpeak-Server, der ebenfalls bald weg werden soll. Weil ich zu viele Zuschauer hier, also Leute auf meinem TS sind und ich mag wieder einen privaten Teamspeak haben. Aus dem einfachen Grund ist es gemacht. So, es hat sich gleich fertig geladen, die Datei hoffe ich. Und wir nehmen hoffentlich noch immer weiter auf, das ist schon mal gut. Und ich hoffe, es uploadet sich noch immer, das ist auch schon mal gut. Muss mich mal hier beschäftigt machen. Wer mich adden will, rennen 12, ganz easy zu merken. Es lädt sich runter. So, wenn man das hat, öffnet man das Ding mit WinRAR. Dann drückt der Windows R und gibt dann ein Prozent App Data Prozent. Dann landet ihr auch hier. Dann scrollt ihr halt hier hoch oder runter, wo die Punkt Minecraft bei euch ist. Löscht das Ganze, fügt das andere halt dorthin zu. Ich hab das, deswegen muss ich es nicht machen. Und ich hoffe, das. Und dann. Ne, ich zeige euch das noch, wenn ihr das Minecraft startet. So, nochmal auf Vollbild, Login. Dann müsst ihr lange warten auf das Ding. Das ist der Mod-Installer, sag ich mal. Immer muss er kommen. Wenn er mal nicht kommt, ist es irgendwie scheiße, sage ich mal. Ich habe noch keinen passenden Texturenpack gefunden von Honeyball, weil sie irgendwie keine Texturenpack mehr macht oder malt. Hier seht ihr halt dann Mods, die ganzen Mods, was ich da installiert habe. Und ja, Multiplayer, alles geht noch wie früher. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Bis dann.